Sie sind ja eigentlich auch wie der Vatikan immer noch eine ziemliche Männerdomäne, die Schützenbruderschaften. Aber einmal im Jahr, da haben die Frauen es Sagen, aber sowas von beim Bundesköniginnentag der historischen deutschen Schützenbruderschaften. Und dieser Tag war gestern mal wieder, aber dann jetzt in Erkelenz. Mehr als 5000 Schützen waren dabei beim Bundesköniginnentag aus ganz Deutschland unter den freudigen Augen von Michael und Regina Franken, dem Bezirkskönigspaar aus Erkelenz. Das ist die Bescheidenheit eines Gastgebers. In der letzten Reihe stehen Regina und Michael Franken beim festlichen Gottesdienst unter freiem Himmel. Es ist Sonntagmorgen, kurz vor 10 Uhr. Für das Königspaar der San Sebastianus Schützenbruderschaft Erkelenz-Löwenich ein ganz besonderer Tag, denn so im Mittelpunkt stehen sie selten. Bundesköniginnentag in Erkelenz, in Ihrer Heimat. Wie nervös ist man heute? Ja, ein bisschen Zitter habe ich schon. Schon aufregend, ja. Der Bundesköniginnentag, ja, Tradition der Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften, hat diesen Tag zu Ehren der Damen zum ersten Mal 1956 veranstaltet. Und Erkelenz spielt in dieser Tradition eine ganz besondere Rolle. Erkelenz richtet den Bundesköniginnentag nach 50 Jahren zum zweiten Mal aus. Und um mit den Worten von Bezirksbundesmeister Hermann Josef Krämer zu sprechen, wie gestern, feiert Erkelenz mit dem Bundesköniginnentag heute goldene Hochzeit. Beim ersten Bundesköniginnentreffen in Erkelenz war Regina Franken gerade einmal 2 Jahre alt. In die Schützenbruderschaft ist die zweifache Mutter nicht ganz freiwillig eingetreten. Da hat die Familie schon kräftig nachgeholfen. Motivation war eigentlich mein Mann, der ist ja schon seit Jahren da drin. Meine Tochter ist dann reingegangen. Irgendwann haben wir noch einen Sohn bekommen und der ist dann auch rein und ist Mutter dann halt auch mit rein. Eine Messe und fast 2 Stunden später und wenn man ehrlich ist, auch etwas genervt, dürfen Regina und Michael Franken sich endlich auf den 2 Kilometer langen Zugweg machen. Ziemlich lange gewartet, jetzt geht's endlich los. Wie groß ist die Freude? Sehr groß. Ja, da haben wir ja lange gewartet, wie Sie schon gesagt haben. Und ja, wir sind natürlich auch froh, dass jetzt losgeht, damit man uns nicht mehr die Beine im Bauch stehen. Ne? Ja, genau. Genau. Insgesamt nehmen rund 160 Bruderschaften aus ganz Deutschland an dem Festzug teil, bejubelt von tausenden Zuschauern am Straßenrand. In einer Kutsche das Bundeskönigspaar Annika Wilms und Dominik Timmermans aus Münster. Es ist ein unglaubliches Gefühl, mit so vielen Menschen gemeinsam diesen Tag zu erleben. Und es ist einfach Wahnsinn zu sehen, dass Jung und Alt einfach vereint sind und gemeinsam diesen Tag genießen. Fühlt man sich als Mann da ein bisschen zurückversetzt? Nö, warum? Ist doch Ihr Ehrentag, ist auch mal in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ich hatte mein Zweiter kommt ja noch. Alles wunderbar. Auch wenn vielleicht so mancher den Einsatz für Glaube, Sitte und Heimat als antiquiert bezeichnen würde, Nachwuchssorgen gibt es bei den Schützen nicht. Auch wenn nicht jeder ganz so freiwillig in der Bruderschaft ist. Ich bin schon seit meiner Geburt hier drin, weil meine Mutter mich einfach reingetan hat. Weil mein Papa hier ist und der hat mir halt viel davon erzählt und dann habe ich es mal probiert und dann hat mir das auch Spaß gemacht. Zurück zum Heimspiel von Regina und Michael Franken aus Erkelenz-Löwenich. Die Bezirksmajestäten wurden natürlich auch vom Applaus der Zuschauer auf ihrem Fußmarsch getragen. Und nach gut einer Stunde war dann alles vorbei. Letzte Frage. War es denn das Besondere heute? Doch. Doch, es war das Besondere. Ja, auf jeden Fall war es besonders. Ja, war super. Wetter hat doch mitgespielt, super.